Christoph Frembeck ist Jesuitenpater. Als Kleinkind hat er noch den Krieg erlebt. Er erinnert sich, wie er bei Luftangriffen auf dem Schoß seiner Mutter saß. Er fühlte dabei eine unendliche Geborgenheit, die für ihn bis heute eine wichtige religiöse Erfahrung ist. Überall erleben Menschen ihre Grenzen. Die letzte ist der Tod. Trotzdem spüren sie das Grenzenlose und Unendliche um und in sich selbst. Sie forschen ihm nach, in der Physik, genauso wie in der Religion. Für Christoph Frembeck ist das ein Grund zur Hoffnung, dass der Tod ein grenzenloses Hinterland des Lebens hat. Für Christen zeigt sich das in Jesus von Nazareth. Oft ist aber unverständlich geworden, wie die Kirche sein Leben, sein Leiden und seine Auferstehung erklärt und deutet. Viele halten auch die Botschaft der Auferstehung und sogar die geschichtliche Existenz von Jesus für unglaubwürdig. Frembeck wischt das nicht einfach beiseite und stellt wichtige Glaubensüberzeugungen verständlich dar. Zielpunkt ist immer, dass die christliche Botschaft beschreibt, dass menschliche Beschränkungen überwunden werden können. Jesus von Nazareth hat das in seinem Umgang mit Sündern gezeigt, genauso wie mit seinem Vertrauen in seine oft sehr schwachen Apostel. Seine Auferstehung geht darüber noch hinaus und führt ins Unendliche, das im Menschen angelegt ist. Selbst im größten Leiden und in der Gefahr darf er sich darum geborgen fühlen. So wie der zweijährige Christoph Frembeck auf dem Schoß seiner Mutter. Ein Buch, das zeigt, die christliche Botschaft ist nie veraltet. Sie verweist auf eine unüberbietbare Hoffnung. Zweifel an dieser Botschaft nimmt Christoph Frembeck behutsam auf. Er versteht die Gründe dafür und antwortet darauf auch mit eigenen Lebenserfahrungen. Eine eindringliche Lektüre, die sich für Verstand und Seele lohnt.